So, das ist bei Fear Effect. Weiter geht's. Wir stehen immer noch vor dem Access Panel zu dieser Leiter hier links. Und ja, probieren wir doch einfach nochmal, wie wir die hier runterkriegen, weil da muss ich definitiv hoch. Wir haben ja diese drei Schaltkreise, diese drei Stromkreise im Prinzip. Ich mache jetzt erstmal alles aus. Ich muss jetzt mal wirklich drüber nachdenken. Wir haben jetzt zwei Sicherungen, die wir wechseln können. Hier rechts haben wir Strom oben natürlich jedes Mal. Dann haben wir Filter, Wassertemperatur, Pumpe. Ich glaube, das ist gar nicht wirklich wichtig für mich. Ich bin nicht sicher. Also, es gibt wahrscheinlich eine Kombination einfach nur. Hier lockt das vielleicht schon eher irgendwie. Und dann natürlich Leiter, aber das habe ich schon probiert. Aber Sensor, Alarm, das heißt, ich werde jetzt als erstes mal die in der Mitte durchprobieren, die Locks. Ich werde jetzt einfach mal Strom anmachen hier bei Lock 1. Muss ich alle anmachen? Ich weiß, ich mache mal alle an. Hat es irgendwas gebracht? Nein, hat es nicht. Wer hätte es gedacht? Verdammt, okay. Ja, Try and Error. Ich habe keine Ahnung. Habe ich irgendeinen Hinweis vergessen oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde jetzt einfach die Loks durchmachen. Und irgendwann wird es schon passen. Ansonsten meine ich es mit den anderen halt auch so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sicherungen in verschiedenen Stromkreisen sein müssen. Das würde keinen Sinn machen. Wenn der eine auf rechts auf Wasserpumpe steht und dann im linken Bereich auf Strom. Das macht da absolut gar keinen Sinn. Also ich denke schon, dass die Sicherungen innerhalb von einem Stromkreis hier bleiben müssen. Deswegen... Na, halt mal, komm schon. Hä? Yes. Oh, holy shit! Yes! Okay, das war... Die Leiter, das war die Leiter. Aber die ist nicht... Hä? The fuck, verarsch mich doch nicht! Hat er die Filmsequenz nicht komplett abgespielt, oder was? Ach so, oder ich muss jetzt erstmal links auf Strom und Leiter dann gehen. Ich musste erstmal das Schloss wegmachen, oder was? Ist es so? Ist es ernsthaft so, ihr Pisser? Oh. Ey, mal ganz ehrlich, also... Es ist ja mal nur random Try and Error. Also ich habe echt was übersehen, aber... What the fuck? Naja, gut, okay. Zum Glück gab es nicht so viele Möglichkeiten. Wenigstens ein Trost. Dann wollen wir mal da hochgehen. Dup, 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 du. Los, dicker Dick, schneller da hoch. Verdammt nochmal, ich habe keine Zeit. Ab auf den T-Träger. Okay. Kann ich hier runter? Ich hoffe, ich kann nicht runter. Holy shit, ich gehe mal nicht zu weit. Nicht, dass der jetzt zerbrettert. Oh, speichern. Nice. Ja, das möchte ich gerne machen. Aber ja, bitte möchte ich speichern. Hallo? Einfach drüber hauen. Gut, ich nehme jetzt aber nicht das normale Sturmgewehr, weil ich gerade sage, ich habe das MKV-Sturmgewehr, ja, von diesem Gunner, den wir im Zug im Rage-Modus zerstört haben. Irgendwann. What the fuck? Was seid ihr denn für welche? Wow, wow, wow. Okay. Okay. Oh, holy fuck. Und er ist tot. Na, Halleluja, was zum Teufel war das denn gerade eben, bitte? Zum Glück konnte man gerade eben speichern. Okay, die Typen sehen aus, als wenn sie aus Zelda kommen würden irgendwie. Was macht ihr im Bahnhof irgendwo oben auf T-Trägern? Ja. Auf jeden Fall wollen sie uns an die Wäsche und das ist nicht cool. Lade. Lade. Ja, es geht doch. Man muss ihm nur mit Liebesentzug drohen. Das geht dann schon irgendwann. So, jetzt gucken wir mal. MKV-Sturm, wir werden nochmal ran. Jetzt bin ich drauf gefasst, auf euch Penner, Mann. Jetzt bin ich auf euch Penner. Da. Oh ja, oh ja. Gefällt euch das? Gefällt euch das, ihr Pisser? Verdammt nochmal. Was sind das denn für komische Freaks gewesen, mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich gehe mal hier lang. Was mache ich hier oben jetzt eigentlich? Ich glaube nicht wirklich, dass ich Weeming hier oben finden würde. Naja, völlig egal. Oh, hi. Ach, guck mal, hallo. Ach, noch einer.
Na Leute, hey, aber ihr schmeißt, die schmeißen aber auch mit Ammo um sich, oder was, was lässt er denn liegen? Oh ja, Sturmgewehr-Ammo jedes Mal, das ist doch nice. So kann es weitergehen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht runterfall. Man kann hier ernsthaft runterfallen, man sieht aber nur absolut nicht, wo man hinläuft. Das ist das Problem. What? Nein, da kann ich nicht lang, dann gehe ich mal hier lang. Ja, das ist irgendwie eine Sackgasse gewesen. Oder so. Oh. Das war auch klug, vor mir aufzupuppen. Doch, muss man schon sagen. Also, ihr seid schon taktisch, was Taktik angeht, habt ihr schon Verständnis, Mann. Bam! Handgun unter Face. Wow. Was zur Hölle war denn das? Wie kann Fleisch so schnell brennen? Vielleicht hast du Brandmunition? Sie arbeiten nicht für meinen Vater. Also sind Sie ein Söldner? Ja, ich heiße Glass. Also, wie viel bin ich denn so wert, Mr. Glass? 90 Millionen in harter Währung. Und unser Leben im Tausch gegen deins. Dein Daddy ist gar nicht gut zu sprechen auf selbstständige Freiberufler. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, Mr. Glass, aber ich kann nicht. Mein Vater hat mich mein ganzes Leben lang von der Wahrheit abgeschirmt. Jetzt habe ich endlich die Chance, mein Leben zu ändern, wenn ich es schaffe, mit Madame Chen zu reden. Und niemand, weder mein Vater noch Sie, wird mich davon abhalten. Tut mir leid, aber du kommst mit mir, meine Kleine. Und ich kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Ich wusste nicht, dass Blut der Auslöser ist. Ich habe nur versucht zu helfen. Ich bin nicht böse, Mr. Glass. Aber ich habe erkannt, dass ich die Macht habe, es in anderen auszulösen. Das unkontrollierbare und unbegrenzte Böse. Na super. Und sie ist natürlich weg. Okay, wir sind Glass wieder, wie es aussieht. Okay, okay. Und natürlich hat er keine Waffe draußen. Warum sollte Glass eine Waffe draußen haben, wenn er gerade eine Videosequenz eine draußen hatte? Warum sollte er jetzt eine draußen haben? Das wäre doch viel zu einfach. Leute, denkt doch mal drüber nach. Ganz ehrlich, es wäre doch gar keine Challenge für mich. Auch wenn ich es extrem cheap finde einfach nur. Aber hey, was soll's. Wir sind... Okay, hier, warte, hier waren wir mit Hannah und mit Deke, soweit ich weiß, auch schon. Kann das sein, zufällig? Ja, hier waren wir definitiv schon drin. Aber ich... Irgendwie mit... Ja, mit Glass gibt es hier auch nicht arg viel mehr als mit den anderen. What the fuck? Wo geht ihr denn her? Okay, kommst du von links oder von rechts? Von wo kommst du? Geh doch! Mein Gott! Ist doch mal gut, ey. Wie viele kommen noch von euch? In was bin ich da bloß reingeschlittert? Was mit dem Kerl da gerade noch neben mir stand? Haben sie mal wohl random zu viele gespawnt? Oh, Hannah hat was an. God damn it. Na, zumindest können wir speichern. Okay, Hannah hat sich was angezogen. Jetzt haben wir alle mal wieder durchgewechselt. Wir sind wieder bei Hannah zurück. Gut, in welche Richtung gehen wir jetzt? Wir haben nur noch diesen Pomon-Schlüssel. Ich frage mich immer noch, ob Pomon der Nickname für einen BDSM-Club ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das werden wir uns näher anschauen. Wow, ne? Ich habe eine Pistole mit null Schuss. Das ist natürlich gut. Das ist natürlich sinnvoll, ja. Warum habe ich keine Munition, verdammt nochmal? Wollt ihr mich echt verarschen? Warum lässt du mich mit gar keiner Ammo starten? Ich werde der Pistole steht auf und ich muss ihn mit dem Messer bekämpfen und werde... Unglaublich kläglich versagen an dem Kerl. Chinese Businessman. Ah ja, Ching Chang Chong. Ching Chang Chong, Messer im Gesicht. Ching Chang Chong, Chop Sui. Ich kann sehr überzeugend sein. Ja, super, ich habe kein Sturmgewehr. Oh, man. Ja, dann gehe ich mal in die andere Richtung. Verdammt. Warum habe ich keine Munition? Und nur eine Waffe, was zum Teufel? Da hatte sie beim Handtuch ja mehr dabei. Er ist. Nee. Ja! Okay, das war eine gute Idee. Das war wirklich eine sehr, sehr gute Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach mal straight den Gegnern in die Arme zu laufen. Fuck, wir laden natürlich nochmal. Das ist jetzt blöd.
Hätte ich eine Knarre, wären die ja kein Problem. Oder ist es nicht, vielleicht sind die mit dem Rücken zu mir, das kann auch sein. Ich probiere es mal ganz kurz, ich laufe mal nochmal in die Richtung ganz kurz. Wo ich gerade gestorben bin, ja ganz genau. Und dann gucken wir mal, vielleicht steht die ja mit dem Rücken zu mir, wenn ich mich anschleiche und ich nicht jetzt hinrenne wie so ein Trottel. Ach, schau an, die stehen mit dem Rücken zu mir. Da müssen wir langsam vorangehen. Zack, Hügele! Okay, shit. Und er hat daneben... Oh Gott, was für ein Schieler, was für ein Überschieler, schauen dir an. Ah, so leicht verdient man sich eine Waffe. Halleluja, und auf einmal habe ich 174 Schuss und 30 drinne. Das ist doch schon hammergeil. So, jetzt werde ich nochmal ganz kurz speichern. Das, falls ich draufgehe, ich die Sache nicht nochmal machen muss. Ich will nur vorsorgen, weil ich ganz genau weiß, dass ich von einer auf der anderen Sekunde ihnen einen Graben an Fails abrutschen kann. Das ist unglaublich. Glaubt mir, das ist... Ihr kennt mich mittlerweile. Ihr wisst, ich verarsche euch nicht. Bei mir ist Genie und Wahnsinn sehr weit auseinander. Oh ja, bleib an der Planke hängen, Baby. Ich stehe drauf. Das ist mal wieder Entenwalk hier. Slowly. Slowly. Oh yes. Aber nur, weil ich es kann. Okay. Aber nur, weil du es kannst. Entschuldigung. Nee, das haben wir ja schon probiert, ne? Also irgendwie... What the fuck, wo ist Pomon? Wo ist Pomon? Ich gehe wieder zurück, verdammt. Das bringt mir alles noch nichts. Sinnlose Munition verschwendet hier. Sinnlose Munitionsverschwendung hier, meine ich. Die Munition ist nicht sinnlos. Absolut nicht. Genauso wenig wie die tighten grünen Hosen, die sie trägt. Auch wenn es ein bisschen Stilbruch ist, aber hey, mein Gott, sie kann es tragen. Achso, genau, hier geht es ja an dem Zug entlang. Aha. Oh oh. Hanna, was machen wir? Wir könnten sie beide töten. Töte sie beide! Töte sie beide. Wir haben sie beide getötet. Ich bin stolz auf dich. Oh, Hanna. Das macht sich schon an, wenn du chinesische Chinesen tötest. Ja, ja. Geht mir hier eigentlich... Ah, da ist doch die Alte. Genau, da ist doch die kranke Alte. Hat sie noch irgendwas zu sagen hier? Hey, du. Biatch. Nein? Gut, besser ist es. Soll ich hier speichern? Nee, ich hab da vorne gespeichert. Passt schon. Passt schon. Ah, fuck that. Oh, komm schon. Ja, leicht hakelig. Leicht hakelig. Aber hey, mein Gott. Es macht trotzdem Laune. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Game ist trotzdem immer noch extrem gut. Auch wenn die Steuerung halt mittlerweile echt shitty ist. Da ist man natürlich Besseres gewohnt heutzutage. Schau an, schau an, schau an. Das könnte ich mit einem Schuss machen. Hier muss ich nicht viel vergeuden, nicht viel vergeuden. Bitte dreh dich nicht um. Komm schon, komm schon. Peng! Haha, piu, piu, piu. Ja, damit. Meins. Alles meins, alles meins. Vielleicht soll ich mal zu Dick in die Halle gehen oder so. Vielleicht will er mir irgendwas über sein brennendes Fleisch erzählen. Dass er irgendwie Feuermunition, Barbecue-Munition gefunden hat. Das ist Extreme Instant Barbecue-Munition. Nein, nein, du möchtest nicht hier rein, ne? Nein? Kein Interesse? Nein? Oh, komm schon. Oh na, sei doch nicht so. Nein, sie will nicht. Also ich mag es an Kisten festzuhängen, so wie steht schon mal fest. Oh, holy shit, muss ich wirklich vorne, da wo die Alte ist? Oh, muss ich da durch die Tür, wo ich eigentlich schon daneben stand? Oder was zum Teufel muss ich hier machen? Ich muss mich rollen! Das muss ich definitiv. Okay, wir gucken nochmal ganz kurz da vorne, ob wir durch die Tür durch können. Vielleicht ist das ja Pomons Tür auf einmal. Urplötzlich. Von der einen Seite ist es Pomons Tür. Schauen wir einfach mal, ob ich hier richtig bin.
ja, benutzen. Oh, hi. Okay. Ich höre noch irgendjemand. Oh Mann, ich höre noch ein paar. Kann das sein? Ich weiß halt nicht, woher sie kommen. Und ich möchte jetzt einfach auf dem Screen rauslaufen, weil die Gefahr besteht, dass ich ihn voll in die Arme laufe. Soll ich es tun? Soll ich es tun? Ich tue es. Ach Gott, sind die weit entfernt. Mein Gott, da habe ich mir umsonst ins Höschen gepinkelt. Ah, holy fuck. Und du bist tot. Ja, ich kann diese Drehung auch. Zack, zack. Vielleicht macht es Sinn, irgendwo hier lang zu gehen. Ich habe keine Ahnung. Hier waren wir gerade mit Glass. Oh, what the fuck? Okay. Gut, cool. Oh, ich habe ihn nicht eingeladen. Aber wenigstens droppen die jedes Mal. Ah, oh, Pistolenmunition in dem Fall. Verdammt, ich dachte Gewehrmunition. Ach, ihr Pisser droppt jetzt auf einmal Pistolenmunition, ja. Gut. Dann benutze ich erstmal meine Pistole. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ich glaube, wir sind hier richtig, wenn ich mir die Gegner hier so anschaue. Oha. Ah, super. Du kannst dich aus dem Screen rausschießen. Jetzt müsste der aber eigentlich doch mal so langsam tot sein, oder? Na, also. Geht doch. Hat lang genug gedauert jetzt. Ich geh mal hier lang. Sieht vertrauenswürdig aus. Brennt irgendwie. Holy shit. Merke, die schnellen Gegner zuerst. So wie den da. Ja, stirbt doch endlich. Das ist ein Schlüssel. Ximon-Schlüssel, Alter. Ximon. Wer kennt ihn nicht? Ximon. Okay. Jetzt habe ich zwei Schlüssel, von denen ich keine Ahnung habe, was ich damit machen soll. Naja, gut, okay, Leute. Ich würde sagen, wir beenden hier diese Folge mit dieser wunderbar brennenden Szene und schauen beim nächsten Mal, was wir mit dem Ximon und mit dem Pomon-Schlüssel machen können. Bis dahin, haut rein!